vollkommen locker. Habt ihr nicht Dings Make-up-Artist oder so, ne? What it do, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute sind wir wieder da. SSLP. Podcast. Back like we never left. Auf jeden Fall, heute haben wir einen ganz, ganz special Guest. Wir hatten schon viele Gäste. Aber jetzt bin ich ein bisschen, ich bin sehr, sehr gespannt. Mhm. Weil wir haben auf jeden Fall den Marvin Dell heute bei uns zu Interview. A.k.a. Ennis, auch so bekannt. Viele Namen, Legende, auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant, weil wie kann ich das überhaupt erklären? Weil es ist, seine Geschichte ist so breit gefächert, so, wirklich. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, unser Restsystem zeigt uns immer wieder, dass wir darauf nicht zählen können. Unsere Moral ist immer wieder kaputt. Und er hat dafür 2,5 Jahre im Knast gesessen. Er war gerade auch beim Podcast mit Black Panther, genau. Heute und, rausgekommen. Ja, genau. Heute rausgekommen, gibt euch auf jeden Fall sehr interessante Typen. Ich habe mir das vorhin gegeben, es war krass. Gebt euch das, Leute, weil davon kriegt ihr sehr viel Input und Motivation. Und genau über Motivation und Moral möchte ich heute mit Ihnen reden, weil wir wollen jetzt nicht 10.000 Mal die gleichen Sachen besprechen. Ich stell dich mal kurz vor, Bruder. Du mich oder ich mich? Du mich. Okay, Leute, ja, was geht ab? Marvin Dell, Ennis, ihr kennt mich ja schon mittlerweile oder ihr werdet mich vielleicht öfters sehen in der Zukunft, als euch lieb ist. Ja, hoffen wir. Werden aber, also nicht ihr, ihr sicherlich auch, aber die Leute da draußen, einige wichtige Themen. Du hast es gerade gesagt, sehr schön auch. Bei mir ist es ja sehr facettenreich, was meine ganze Person angeht und die Geschichte und die Erfahrungswerte, die dahinter stecken. Und deswegen ist es schön, dass wir irgendwie auf den ganzen, auf diesem ganzen Weg und den ganzen Podcasts, wo ich bin und Interviews, dass man es immer auf einen anderen Schwerpunkt legen kann. Und heute, wie du ja schon gesagt hast, wir haben vorher darüber gesprochen, was soll am besten der Schwerpunkt sein. Und da nehmen wir heute ein bisschen die Motivation. Ja. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein darf, Leute. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Auch wenn ich in die falsche U-Bahn gestiegen bin. Und Shoutout an Nedo auf jeden Fall. Mulalic auf jeden Fall, Nedo. Unser Bruder, wirklich. FIFA wir küssen Kaiser. Dein Herz, Bruder. FIFA Kaiser. Wir küssen dein Herz, weil der Nedo hat uns connected. Ja. Und ich danke ihm dafür, weil das wird alles uns alle bereichern und dafür sind wir da. Ich muss noch was dazu sagen. Erstmal habt ihr Nedo seine Wohnung in London gesehen. Nedo, brutale Wohnung in London. Habt ihr gesehen? Schon hab ich nicht gesehen. Brutale Bilder. Und da können wir auch gleich dazu sagen, ne? Für alle, die vielleicht denken, wo tauche ich überall auf? Ne? Es wird vielleicht auch Leute geben, die Range haben oder auch Leute wie jetzt hier, so wie wir, die underrated sind. Nee. Auf jeden Fall. Die Sache ist, wir hatten auch vorher ganz kurzes Thema, nur um das mal kurz zu sagen. Nedo ist zum Beispiel ein langjähriger Freund von mir. Wir sind alle von der Gosse. Hanau, Metzgerstraße, 450 Innenstadt, alles mögliche. Katzang Zero, ihr wisst Bescheid. Oh. Er hat das halt so, ich hatte den gefragt und er hat gesagt, hier, das sind Brüder von mir. Und da wir Leute sind, die nicht ihren A verkaufen und ich vor allem nicht, ist es einfach so, gibt es Channels, gibt es Communities, Plattformen, wo Real Talk gesprochen wird, wo einfach gescheite Themen dabei sind, auch für Leute, die ein bisschen mehr denken können als von der Tapete bis zur Wand, dann bin ich da und das sollte für uns alle das Schöne daran sein, dass wir immer wieder irgendwelche Themen haben, die uns moralische Werte vielleicht wieder ein bisschen aufzeigen und auch, dass wir uns selbst verbessern können, ohne dann natürlich zu sagen, dass ich jetzt persönlich auf mich bezogen, ich bin auch einfach nur ein Muslim, der versucht zu hustlen mit seinen Fehlern und so und Mann im Endeffekt und wir sind alle nicht gut, aber wir können alle füreinander irgendwo diese Komponente sein, um quasi zum Besseren aufzurufen, um sich gegenseitig zu Rate zu stehen und das ist quasi die Message dahinter, ja, und heute ein bisschen Thema Motivation. Ja, ein bisschen wirklich ich bin so sprachlos, weil ich weiß mal, wo ich anfangen soll, weil nach dem Podcast, den ich gerade gehört habe, wirklich, weil ich muss Werbung machen. Ja, so. Grüß an die Brüder, wir sind alle. Grüß an die Brüder, wirklich. Ich muss Werbung machen, weil da waren so viele Sachen im Leben von einer Person, die alle Gründe haben, warum man im Leben nicht schafft. Doch sitzt du hier, doch kommt deine Dokumentation über
die Verhaftung, über das ganze Fehlen von unserem System. Und du sitzt hier nach jahrelang Drogenabhängigkeit, Gangster sein und sonst was. So sitzt hier, du bist ein besserer Mensch geworden. Du bist nach Marokko gegangen, hast den Koran gelernt, alles. Du bist zum Islam gekommen, du bist runtergekommen. Wie schafft man das? Wie schafft man das? Wie kommt man wirklich von so einem... Weil es war ja tief. Ich meine, es hat früh angefangen, das alles. Wie kommt man wirklich von so einem harten Mindset zu einem kompletten Umwandeln? Wie geht das? Also ist jetzt eine Frage, ne? Wo fangen wir an? Chronologisch gesehen, sorry Leute, auch wegen dem Husten. Ich habe schon seit Wochen irgendwie immer noch ein bisschen krank. Hashtag kein Corona, keine Ahnung, irgendwas. Gibt auch noch einfach Grippe und so oder Husten, keine Ahnung. Sorry, weil es war schon beim Black Panther Interview so und ich habe das immer noch seit Wochen. Wenn wir anfangen, in der Zeit sogar noch von früher, von der Straße und so von dem Milieu und allem, oder ich denke, dass viel auch diese Werte, die wir eigentlich alle haben sollten, nachdem wir so viele Tupac-Quotes und Malcolm X und Martin Luther King gepostet haben und studiert haben und gelesen haben und Muhammad Ali-Biografie und ich dann meiner Meinung nach glaube, dass das dann irgendwann wieder viele vergessen haben, weil ich diese Menschen für mich sind maßgebend für meine für mein Leben gewesen, verstehst du, deren Geschichten, deren Lebensweisen, deren Lebensweisheiten. Ja. Und wenn du danach lebst und wenn dich diese Leute inspiriert haben, wie viele, Achim, Nelson Mandela bis über, du weiß sagst ich vorhin. So viele Namen. So viele, Bruder, es können auch, bei mir ist auch so jemand wie Eminem. Ja. Nur mal um kurz zu denken, weil um mal halt auch so vielleicht so unkonventionelle aus dem Rap, ein weißer Rapper, der es damals geschafft hat, das war schwarzen auch, Business. Genau, und das ist auch so ein Ding, weißt du? Warum aber auch lyrisch jetzt zum Beispiel dieses... Oder ich weiß nicht mehr, welches Album das war, Bruder. Vor ein paar Jahren ist es rausgekommen. Ich glaube, das Recovery-Album, wo er einfach mittendrin, er macht so 5 andere Beats, lässt er spielen in einem Track, weil es ihm einfach egal ist, was andere sagen. Ja. Kennt ihr Royce da 5'9"? Wer kennt ihr ein bisschen mit? Kennst du Royce da 5'9"? Ja. Er sagt, auch in irgendeinem Track sagt er, and they trying to tell me I spell too much. Und dann sagt er A-A-S-T-B-O-O-O-G-A-E. Weißt du? Die sagen mir, ich buchstabier zu viel. Ja. Und direkt in der Line danach buchstabiert er einfach erstmal so, keine Ahnung. Und das ist genau das, um mal vielleicht so einen Anfang in dieses Gespräch bezüglich der Motivation zu schaffen. Mhm. Dass es uns vollkommen egal sein muss, wenn du deine Werte irgendwo hast und du auch gemerkt hast, okay, das hat sich so geformt und ich bin auch auf einem moralischen Level, wo man sagen kann, ich bin in einem guten Mindset, okay? Yeah. Dann ist, Bruder, es ist egal, wie die anderen über dich denken, was sie sagen. Bruder, Trendsetting, damals auf der Schule bei mir. Ja. Bruder, ich war einer der Ersten. Kennt ihr noch? Was für ein Baujahr seid ihr? Wie alt bist du, Bruder? Ich bin 92 geboren. 92, okay, ungefähr meinst du. Du auch so in dem Alter? Okay. Könnt ihr euch noch daran erinnern, diese Irokesen-Zeit? Ja, klar, Bruder. Natürlich. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, und viele da, die Leute da draußen, die mich auch schon lange kennen, die wissen es auch, das ist auch keine Sprache, nicht versuchen... cool zu reden und am Ende stimmt es gar nicht. Da sind genug Leute da draußen, die das am Ende sehen. Sowieso, wenn der Hype kommt, auf einmal sieht es sogar der Letzte noch, mit dem ich in der Grundschule war. Ja. Bruder, diese Leute können das alle bestätigen. Bruder, ich habe Chucks getragen, alte, ausgelutschte Chucks. Da haben Leute gesagt, was sind das für billige Schuhe und so. Und Bruder, keine 3 Monate später hat jeder Mensch gefühlt auf dieser Erde Chucks getragen. Irokesen, Bruder, ich Irokesen gab mit Gel und so zur Seite. Da haben Leute, da haben noch Lehrer gesagt und so, dass deine Mutter dich so aus dem Haus raus... Wir haben es damals so selbst geschnitten und so noch, ne? Bruder, auf einmal im Fernsehen, in Dings, in der Mode, überall, im Musikgeschäft, jeder hat diesen Irokesenschnitt auf einmal. Verstehst du? Und das ist auch... Ich habe gemerkt, guck mal, ich mache Sachen, die, wovon andere sagen, uncoole, so, die sagen, was sind das? Wo am Ende die halbe Welt mich nachmacht. Und dann denke ich mir so,
Was jetzt auch natürlich kein Indiz immer ist, um dass du auf dem richtigen Weg ist, klar, muss man natürlich klar, auch klar. dazu sagen. Ne? Ja. Aber wo ich mir gedacht habe, komisch, immer sagen Leute so, auch jetzt wie mit der Dokumentation. Ja. Ah, Bruder, das ist das eine auch da draußen, falls ihr das seht, wir haben auch ein bisschen Beef gehabt, kannst dich gerne angesprochen fühlen. So einer von den Hatern, der hat dann so zwischen Tür und Angel, sagt er auf einmal halb Transgender, halb Dings und so. Der macht so meine Dokumentation wegen halb Rocker, halb Salafist, was ja eine Provokation ist und wegen diesem Stigmata einfach, es geht. Ja. Und er kommt mit so Transgender. Das ist so, jetzt ist Leute er noch. Kritisieren gerne. Ja, ja, das sowieso, aber auch er, weißt du? Und am Ende, das, auch wenn ich jetzt mit ihm Beef hatte und so, aus einem gewissen Grund, du weißt schon, gell, mein Freund, um wen es geht, am Ende sind das aber auch dann die sagen, mein Bro und so, ich bin mit denen auf, ich kenne den von Moschee, von da, von Seminaren und ich bin so mit dem und so. Verstehst du? Ich meine, dieses... Es ist jetzt gerade noch nicht so cool. Mhm. Halb Rock, halb Salafist, Leute sagen, seht ihr schon die ersten YouTube-Kommentare und so. Ja, die ganzen Internetpiraten gehen jetzt ab. Es geht sehr schnell. Es geht aber sehr schnell. Morgen dann sind es auf einmal, keine Ahnung, Black Panther alle und ich bin auch da, ich bin ja so, das werdet ihr auch merken, ich ziehe immer alle mit hoch, so, dann haben wir uns alle hochgezogen, keine Ahnung, ich morgen 500.000 auf Instagram und sämtliche Dings und hier Verträge und da und dann kommt das und auf einmal bist du wieder der, auf einmal ist es doch cool, weißt es du? Es ist immer so, es ist immer so, es ist nicht cool, wenn man baut, aber wenn man es geschafft hat, dann will jeder zum Haus. Ja, es ist genauso wie Rapper. Du hast einen Kumpel, der rappt. Es gab auch dieser Liliari oder so, er hat auch erzählt, wo er klein war, beziehungsweise in der Uni war. Und seine Lieder, die zeigt er zu seinen Kumpels, sie haben ihn ausgelacht. Jetzt wer? Liliari ist ein Rapper aus Atlanta. Und die haben ihn ausgelacht, weil sein Rap ist jetzt nicht so typisch oder so. Die haben ihn ausgelacht. Aber jetzt ist er Multimillionär, sehr erfolgreich. Aber die gleichen sind dann wieder am, weißt du, am Kauen. So, weißt du, was ich meine? Das ist Bruder, weißt du, was krass ist? Wo du es gerade sagst, ich habe letztens was von Squid Game gepostet auf Instagram. Ja. Erstens, guck mal, Digga, ich bin so anti, Digga. Ich habe seit Jahren keinen Fernseher, gar nichts. Ich schwöre bei Gott, ich weiß von Squid Game nichts. Sorry. Ich habe nichts davon gesehen. Irgendwann dann, ja, es geht da um was er sich spiele und sterben und keine Ahnung. Ja. Ich habe was gepostet davon, auch zum Thema, weil du es gerade sagst, wegen dem Rapper. Und das ist auch so Dinge, die mich motivieren, zum Hashtag Motivation. Ein Post, dieser von Squid Game, ich weiß auch gar nicht, wie er heißt. Mhm. Ich habe das gesehen mit Quelle, dass der irgendwie vor Jahren, hat er bei Netflix angefragt, hast du es gehört? Ja. Hat bei Streams angefragt, das wurde von den Leuten ausgelacht, Jani, mit dieser Idee und so. Was 10 Jahre lang. Was stellst du dir vor und so? Und am Ende, er ist einfach der Motherfucker im Game. Er hat alle Rekorde von Netflix gebrochen. Netflix, er hat einfach erst Netflix Nummer 1, glaube ich, geworden. Ja, gell? Ja, und jetzt, wie gesagt, auch diese Sache. Was meinst du, wie viele vor Jahren haben den ausgelacht, das und heute kommen sie und kauen? Verstehst du, was ich meine? Und das ist diese Ding. Sache. Er zum Ding. Thema, auch jetzt auf mich bezogen, wegen deiner Frage, wie hast du das gemacht? Er ist genauso ein geiler Maniac, wie gesagt, wie auch immer du heißt, vielleicht siehst du es da draußen, ey. Holla at you, man, from Germany. Bruder, was hat er sich von Anfang an gedacht? Er hat gesagt, das ist jetzt so meine Idee dahinter und das geht auch dann meistens am Ende auf. Er hat sich gedacht, ich glaube an das Projekt und ich weiß, dass irgendwann einer kommen wird und das feiern wird. Ja, so. Verstehst du? Das ist das. Und das, was du machst es ja nicht für alle. Im Endeffekt ist es genau wie, ich sehe Motivation manchmal ein bisschen wie Marketing. Manchmal machst du etwas, du hast das Gefühl, keiner will es sehen, aber vielleicht machst du das für die falschen Leute. Ja. Weißt du, was ich meine? Im Endeffekt, du musst einfach verstehen, wenn Leute das nicht mögen, das ist nicht für die. Du musst noch dein Publikum finden. Und du, genauso wie im Leben. Manchmal machst du, du versuchst Fußball zu spielen, aber du bist vielleicht 1,95 Meter, du sollst vielleicht Basketball spielen. Dann probierst du Basketball, du bist der Krasseste. Direkt, bla bla bla, NBA-Superstar. Viele bei der NBA gerade sind aus Afrika, haben angefangen Basketball zu spielen mit 17, 16. Weißt du, was ich meine? Amerikaner spielen deren Leben lang. Ich wollte gerade sagen, wo die schon mit 3 Jahren haben die ersten Basketball gewonnen. Weißt du, was ich meine? Und diese Afrikaner sind direkt All-Star und gewinnen Championship. Krass. Weißt du, was ich meine? Das heißt einfach nur, manchmal musst du dich einfach so zusammenreißen und versuchen, auf deinen Weg
dich selber zu finden und zu, wie kann ich das erklären, und zu wachsen. Weißt du, was ich meine? Wenn du wächst und verschiedene Sachen probierst, dann findest du das, was für dich ist. Definitiv. Weißt du, was ich meine? In jeder kleinen Gosse, wo du bist, es gibt einen Moment, es gibt ein Wissen, also etwas, das du wissen kannst, das komplett dein Leben verändert. Weißt du? In deinem Fall zum Beispiel war es die Armee. Weißt du? Was komplett dein Leben verändert hat auch. Also natürlich die Religion auch. War ein großer, auf jeden sehr, Fall war sehr, ein großer sehr, sehr Punkt wichtig. Ja, Militär, ja. Sehr, sehr wichtig auch. Die, vor allem die Religion war sehr wichtig. Aber ich glaube, ohne zum Militär zu gehen und diesen Schritt ein bisschen zurückzumachen, hättest du nicht die Konsistenz gehabt, dass du hast. Hast du vollkommen recht, ja. Weißt du? Weil wenn du einfach nur denkst, okay, ich habe das hier, ich verändere mich, das tut mir gut, du kannst immer wieder zurückgehen. Du bleibst nicht konstant. Aber wenn du in deinem Fortschritt trotzdem Fehler machst und diese Fehler erlaubst, dann kannst du wirklich Ausdauer bilden. Weißt du? Wirklich Ausdauer bilden. Und das respektiere ich sehr. Weißt du? Das ist auch interessant, eine von den Quotes, ich weiß nicht, welche Motivationsreden ihr so feiert, ich gucke am meisten Motiversity, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist auch Rule number one, to be successful, make mistakes, ne, eben fängt sogar, make mistakes, ja. You know, das ist das, diese Leute denken immer so, sobald ich jetzt einen Fehler mache oder einen Rückschlag habe, okay, dann, nein, das sind die, Bruder, es gibt das ist niemanden, das niemand auf dieser Welt, Bruder, glaub mir, sogar ein Will Smith, ein was, ich stell dir die krassesten Jason Statham, alle sagen ja so ein bisschen wegen meiner Dings und so, dass ich aussehe. Jetzt, wo du das sagst. Na, Bruder, Achi. Du hast einen neuen Film, Bruder. Bruder, es haben viele aus der Filmbranche auch schon, die den Trailer gesehen haben, so nochmal ein bisschen Spoiler und Trailer und so. Aber ich finde, du siehst mehr aus wie der Typ von Transporter. Der ist doch Jason Statham. Nein, 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 nicht Transporter, von Hitman. Wer ist das nochmal? Ich weiß, wie du meinst. Weiß nicht, wie sein Name ist. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, ja. Auch. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wenn ich Anzug anhabe, sagen viele zu mir Hitman. Ja, ich trage ja manchmal Anzug. Auf jeden Fall kommen wir zurück. Genau, was diese Leute angeht, ne, man denkt immer so, man sieht nur so diese krasse Persönlichkeit am Ende und man denkt so, boah, bei dem war bestimmt alles super. Bruder, weißt du, die größten Erfolgsgeschichten von diese Persönlichkeiten, die diesen Obersuccess hatten, die waren nicht nur am Boden, Bruder, die waren noch tiefer darunter als die Leute, die von sich heute meinen, dass sie einen Tiefpunkt haben. Sylvester Stallone hat als Pornostar angefangen, weil keiner ihm Jobs geben wollte als Schauspieler. The Rock hat irgendwie $7 auf seinem Konto gehabt. War Footballspieler, wurde gecuttet, war sogar in Kanada, wurde gecuttet und keine Ahnung was. Krass, The Rock Johnson, meistbezahltester Schauspieler der Welt. Und soll ich was sagen? Ich mache keinen Spaß, schon seit längerem Zeitraum. Ich habe 7,32 € auf meinem Konto. Ja. Das sage ich jetzt hier mal so kurz als Dings, weil auch viele immer so, boah, Bruder, bei dir läuft alles. Ja, Bruder, ich bin reich. Ich finanziere alles selbst. Bruder, ich bin todesbroke. Ja. Todesbroke. Gott sei Dank, meine Mutter hilft mir hier und da, wo sie kann. Ansonsten mache ich meine Kunstaufträge hier, da, dass ich überhaupt diese Reisen immer nach Berlin, da in Hotels, da Airbnb, da das. Du gibst auch Unterricht. Genau, das auch noch dazu. Ja, das heißt, ich gucke manchmal, ich hab so dieses Gefühl und ich hustle ja schon so lange dafür, dass bei mir auch dieser Zeitpunkt jetzt langsam kommt. Und das ist auch das, wo diese Menschen dran geglaubt haben, wie jetzt das eine Thema von The Rock, als er gesagt hat, ich habe $7 in meiner Tasche gehabt und ich habe gesagt, ab jetzt weht ein anderer Wind, jetzt I'm gonna grind und so, weißt du? Mhm. Und wie du sagst, er ist einfach der... Er ist der Banger Mann überhaupt im Game. Ja, ja, und Bruder, das ist das. Diese, habt einfach auch so für euch da draußen, habt einfach dieses Vertrauen auf dich selbst. Glaub mir, egal welchen Weg du gehst, wie smooth der am Anfang sein könnte, es wird ekelhaft. Und guck mal, im Islam, wenn du als Schüler des Wissens, also der Talib al-Ilm, der Schüler des Wissens, man sagt, es gibt kein Wachstum in der Komfortzone. Sehr, sehr wahr. Das meine ich ja. Islam ist falsch verstanden. Und genau das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Bruder, diese ganzen Sachen, auch viel die Motivation, die kommen auch, die ziehen so viel aus den richtigen Hadithen, aus den Überlieferungen raus und alle Motivationsbücher kommen aus der Religion. Bruder, es gibt deutsche Sprichwörter, die sind aus der Sunna, Bruder. Die sind ein Brauch von Aber dem Leute Propheten. Leute wissen, dass diese
viele von diesen Sachen. Ich bin nicht Muslim, falls ihr denkt, aber ich bin ein Mensch, der weiß und sich interessiert und ich komme aus einer muslimischen Familie auch. So, weißt du, deswegen, ich verstehe das. Also ein bekanntes Zitat, das, guck mal, sobald du mehr Komfort hast oder so, du ruhst dich darauf aus, glaub mir, diese richtige Growth, dieses Growth-Level findet eigentlich erst dann statt, wenn du in diesen Survival-Mode musst. Und auch jetzt bezogen auf mich da, was Marokko zum Beispiel angeht, Bruder, ich habe auf so einer Matratze geschlafen, neben mir sind Kakerlaken gelaufen und so. Ja. Bruder, ich mach keinen Spaß. Ich glaube, nach 3 Monaten habe ich das erste Mal warm geduscht, Bruder. Kein warmes Wasser. Ich rede von, also mit kein warmem Wasser, es ist einfach nur kalt, Bruder. Bruder, ich bin in Afrika aufgewachsen, ich weiß nicht. Ja, dann, ja, was soll ich dir erzählen? Aber auf jeden Fall, Bruder, nur Tisch. Immer versucht, draußen irgendwie mit Streetfood zurechtzukommen. Meistens dann noch am Anfang brutale Magenschmerzen und so. Das, irgendwelche Viren eingefangen und. Aufstehen, Fajr, also Morgengebet, zur Moschee, zurück, nochmal eine Stunde schlafen, Unterricht in der Hitze, Bruder, 0,0 Klima, ach ja, Klimaanlage, Bruder, kannst du was, Bruder, Klimaanlage, Bruder, in so Schulen, Bruder, kannst du vergessen. Und Achi, in diesen, Bruder, du bist beim Schwitzen, ist dir der, beim Schreiben ist dir der Schweiß runtergelaufen und so, weißt du? Ja. Und, Bruder, das sind die Sachen und dann sagen Leute auch, ja, Bruder, du bist halt auch sprachtalentiert und so, ne? Weil ich spreche verschiedene Fremden. Ich denke mir so, Bruder, weißt du, was für einen Weg ich gegangen bin? Um das zu machen, um das zu lernen. Ganz genau, Bruder. Ich hab, während ich in Marokko war, um einfach Verständnis zu haben, weil aus meinem Unterricht sind zum Beispiel auch ein paar Leute abgebrochen, weil die gemerkt haben, so, okay, ja, nee, ich kack so ab, ich komme gar nicht mit. Ja. Ich habe während des Unterrichts in Marokko, also während dieser Periode, habe ich sogar noch mehrmals die Woche Online-Unterricht gehabt, wo ich quasi die arabische Grammatik von einem Bruder, Tamer, falls du es siehst, Salamu alaikum, Muslim-Teacher heißen die. Die machen auf, ich glaube, mittlerweile 7 verschiedene Sprachen, unterrichten die Arabiyatu Bayna Yadayk und Medina Boots, sind so die bekanntesten Arabischbücher, unterrichten sie online mit einem sehr, sehr strukturierten System für Nicht-Araber. Und, Bruder, ich bin von da nach da nach da gehustelt. Ja, ich habe abends am PC. Und du hast das alles gemacht, du hast in der Sonne gesessen, alles geschwitzt, alles Bauchschmerzen, alles, damit Leute zu dir sagen, du hast Talent. Ganz genau. Und das ist immer so. Und da auch wieder zu den Motivational Quotes. Hard work beats talent. Yep. Digga, hard work beats talent. Deswegen. Glaub mir, alle da draußen, egal, wenn ihr fett seid, ich sage bewusst fett, einer, der das jetzt guckt, der fett, Bruder, ich sag das nicht, um dich zu beleidigen. Nein, in dem Gesicht. Bruder, ja, Bruder, manchmal, du musst, ja, du hast ein bisschen zugenommen. Bruder, nein, wir reden sag die Wahrheit, bisschen. Bruder. Bruder, du bist fett. Warum? Weil du frisst die ganze Zeit McDonald's, Burger King, schiebst dir irgendwelche Köfte-Sandwiches rein und so. Du bist fett. Strich, kurz Punkte, okay? Manchmal, wir brauchen einfach diese genaue Definition von uns selbst. Ich erkenne jetzt, ich bin fett. Guck mal an alle da draußen jetzt, die dicker sind oder fett sind und dieses Ziel haben, einfach gut gebaut zu werden. Ich war jahrelang durch diesen frühen Drogenkonsum, ich war ein richtiger Tammlauch, also ich war ein richtiger Lauch. Ja. Bruder, alle, die von damals, falls es einer sieht, könnt ihr bestätigen, Bruder, ich war nur Knochen und Haut und durch Drogen und das. Ja. Und ich hab's ja auch gemerkt und so ein Lauch ist ja nichts anderes als ein Fetter, nur das Gegenteil. Umgekehrt, ja. Einfach nur das Gegenteil. Beide haben körperlich einen brutalen Defizit, der andere hat zu viel, der andere hat zu wenig. So, und lass die nicht, und dann brauche ich auch keinen mit, oh, sie sind aber schlank und sportlich. Ich bin nicht sportlich, ich bin ein Lauch. Verstehst du? Wie diese Stange hier. So sind meine Arme. Und wenn du dick bist, man sagt, du bist kräftig. Genau, ja, genau. Und das ist, Bruder, und das zum Thema, wie die Motivation. Erkenne einfach da draußen, okay, ich bin fett, ich bin dick. Ja. Ich gucke mich gerade an. Ich bin auch eigentlich gar nicht zufrieden mit meiner Körperform. Bruder, egal, was Leute jetzt sagen. Ganz ehrlich, du bist 30 Jahre alt, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. So kommen dann die Leute. Nee. Wenn du fängst, die fangen dann mit Sport an, okay? Machst jetzt einen auf Sport oder was? Ja, und sag denen, ich schwöre euch, Leute, jeder, der diese Unzufriedenheit mit seinem Körper hat, meldet euch im Gym an,
geht auf irgendwelche YouTube-Tutorials, was könnt ihr schon, Homeworkouts, folgt irgendwelchen krassen Leuten. Ich kann zum Beispiel sagen, einer der krassesten, ein schwarzer Bruder, ich glaube, der kommt aus Kalifornien, Ashton Hall heißt er. Ashton Hall, merkt euch das, A-S-H-T-O-N und Nachname H-A-L-L. Superstars geworden, ey. Bruder, der ist, Bruder, der macht Homeworkouts, der sieht krachig, der sieht aus wie von Mr. Olympia Bodybuilding, aber der springt einfach gefühlt 3 Meter hoch. Bruder, so, der hat diese Körperform und der ist Überathlet. Ja, ja, so, weil sie nicht so schwer sind auch. Ja, folgt diesen Leuten, gibt euch diese Motivation, auch zum Thema Motiversity und so. Ich kann auch jeden ans Herz legen, auch außerhalb des Sports, fangt an, irgendwie immer Motivationsreden zu gucken, weil die immer einen wieder pushen. Und dann, okay, für die jetzt, die mit ihrem Körper unzufrieden sind, fangt einfach an und dann alle diese Naysayers und Doubters, denkt euch einfach hier, weil die werden alle kommen, die werden du alle hast, kommen. Du hast was sehr Interessantes gesagt in dem Podcast mit Black Panther. Du meintest, um zu wachsen, manchmal musst du dich abtrennen von deine Umgebung. Ja. Ich paraphrasiere jetzt, aber das ist ja das Gleiche. Die Naysayer sind genau diese Leute. Ja, manchmal, wenn du wirklich ernst meinst mit deinem Growth, ich will jetzt wachsen, ich meine es richtig ernst, ich will mein Leben verändern, da musst du manchmal weggehen von deiner Umgebung. Bruder, glaub mir, es gibt auch dieses, man spricht davon ein paar Buchautoren, die sagen so ins Exil, ja. Fast so alle Persönlichkeiten, denen ich folge oder mit denen ich mich beschäftigt habe, die irgendwas in ihrem Leben gerissen haben, Bruder, jeder von denen hat diese Zeit gebraucht und jeder hatte auch diesen Move. Es gibt manche Leute, ohne Witz, es gibt einen zum Beispiel einen arabischen Schauspieler, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der ist einfach so auf eine Insel geflogen. Der hat gesagt, tschüss, ich will weg, kein Handy. Kein Dings, ich glaube, der hatte seine Frau dabei und seine Kinder, das war's. Kein Instagram, kein Dings. Einfach, der hat sich einfach selber zu Robinson Crusoe gemacht. Einer auf Dings Castaway, kennst du noch? Einfach weg. Bruder, das ist jetzt natürlich der Hartfall, aber man braucht diese Zeit des Wachstums und das passiert nur dann, wenn du auch dieses Surrounding of Bullshit nicht mehr in deinem Kopf hast. Verstehst du? Weil wenn du den ganzen Tag hörst, Bruder Miggische, Wallah, wir kacken ab. Bruder, hier gibt's gar nichts. Wallah, Deutschland hat uns geballert. Ja. Wallah, das, hier gar nichts. Bruder, wir sind außen. Bruder, du hörst es den ganzen Tag, du bist selber so. Du hast verkackt. Und ich schwöre es, und das ist auch eine Sache, auch wieder zum Thema Islam, sorry, aber ich muss immer mit diesem, weil da kommt Digga, das Wissen her. Nein, ich meine auch für die Community, weißt du, weil das kommt vielleicht manchmal rüber, als würde ich versuchen, den Islam zu plakativieren. Aber es ist einfach so, dass viele Sachen daher kommen und der Islam hat genau diese Werte und ruft immer wieder das hervor. Alleine sein, Umfeld wechseln, von schlechten Angewohnheiten ablassen und. Das sind alles Sachen, die schon vor langer Zeit so praktiziert wurden. Ja. Verstehst du, ich meine, also die Leute, wie kann man das jetzt erklären, Digga? Ich glaube, das zeigt umso mehr, dass die Welt die Werte verliert, generelle Werte verliert. Werten, die eigentlich die Basis ist von unserem Leben. Leute zahlen mittlerweile Geld, damit man denen das beibringt. Deswegen funktioniert es gut für die Motivational Coaches, die sind Millionär, weil die Leute einfach nur wieder beibringen, wie sie sich zu benehmen haben. So, eigentlich wieder nur zum Ursprung zurück. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Leute haben auch einfach ein extrem großes Problem, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wenn du wachsen willst, musst du dich selber kennen, musst deine Fehler kennen. Ne, was wir auch vorhin gesagt haben, du musst dich im Spiegel angucken können und den Blick halten, nicht weggucken. Ja. Nein, du musst dich angucken und sagen, okay, das bin ich. Ja. Das sind meine Fehler. Erkenntnis. Hier kann ich arbeiten. Und die meisten, die können das nicht, weil die sind nur im Internet, nur oberflächlich. Guck mal, der ist doch viel stärker als ich. Guck mal, der ist doch viel, hat viel mehr Geld als ich. Und das ist ein Riesenproblem, glaube ich. So. Das war ja bei Black Panther, diese Selbstwahrnehmung. Das ist, denke ich mal, das hast du schön gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil guck mal, wenn du nicht anfängst, dich selbst zu reflektieren, zu wissen, wer du bist, die Moves, die ich mache den ganzen Tag,
Sind die so cool oder sind eigentlich nur die Leute um mich rum, die das feiern? Ich hatte Leute, ich weiß gar nicht, ob sehr ich das wichtig. Angesprochen sag nochmals, bitte, sag es nochmals. Also es ist nicht nur, weil andere Leute vielleicht, die gerade in deiner Umgebung sind, das feiern, was du machst, heißt nicht, dass es richtig ist. Weil es oftmals, cool es gibt erstens auch zu diesen Naysayers, gibt es auch einfach diese Ja-Sager, die sind nämlich genauso schlimm. Ja, die weil sind ich sag schlimmer. Dir ganz ehrlich, die sind schlimmer. Ich sag dir ganz ehrlich, ja, die sind schlimmer, weil die dich in deiner Falschheit bestätigen. Ja, ja, ja. Also, ich habe zum Beispiel vorm Knast, besonders, Digga, als ich das große Tattoo-Studio hatte und so, ne? Leute um mich rum und alles läuft, Geld und so, weißt du, alles läuft. Bruder, wenn ich Fehler gemacht und ich hab Sachen, Bruder, ich hab so übertrieben. Bruder, ich mach keinen Spaß. Ich hab mal, auch wenn wir weggegangen sind, feiern das, sei es irgendwelche sinnlosen Schlägereien, Gläser beim Dings, Desperados-Flaschen beim Fahren aus dem Auto geschmissen und so. Manchmal Dings gehabt, einfach irgendwo auf Straßenschilder geschossen und so. Ja. Bruder, aber keiner sagt mal, ey Digga, chill doch mal, verstehst du? Komm da und dadurch ist alle, oh, geil und so, jeder feiert das oh, und du denkst dir, boah, krass und so, ich bin ja richtig cool. Aber Bruder, jede Gruppe eigentlich braucht diese Person, die sagt, stopp. Und das ist, guck mal, das ist nur, wenn du Charakter hast und ich sage dir heute, ich merke das immer wieder, auch bei, sage ich mal, Gruppenbrüdern von mir, gerade in so islamischen Gruppen, wo Moschee gehen, wenn da einer ist, da sind immer so verschiedene Charaktere. Du gibst dir nur eine Nasiha, also einen Ratschlag in der Religion. Das ist auch übrigens der Prophet, alayhi salatu wasalam, hat gesagt, ad-dinu Nasiha, die Religion ist Ratschlag und deswegen gib Ratschlag, weißt du? Und wenn du einen höflichen Ratschlag gibst, so guck mal, Bruder, so, Bruder, es wird immer negativ aufgenommen. Ja. Es wird immer so, Bruder, zum Beispiel, ich will jetzt nicht, ja, nee, das sind Leute, ich liebe die auch vom Herzen, ne? Aber die machen Sachen, Bruder, die regen mich so auf. Wenn das, wäre das damals gewesen, ich weiß, ich hätte mich schon 5-mal mit denen geschlagen. So zum Beispiel, der Kellner kommt, ich sitze am Tisch, der Kellner kommt und bringt ihm anstatt eine Cola eine Fanta und Bruder, der sagt dann, ich habe Cola gesagt oder ich habe Fanta gesagt. Oh, so, Bruder, mit sowas komme ich gar nicht klar. Und ja, boah, das geht gar so, nicht, mit Digga. Mit sowas komme ich gar nicht klar. Und sowas geht gar nicht, verstehst du, weißt gar nicht, was für einen abgefuckten Tag hat der Kellner gerade. Ja, Digga, meinst du, der Kellner du ist Kellner, genau, weil er unbedingt Kellner sein will? Ja. Oder vielleicht, weil er gerade keinen Job findet, keine Ahnung, es ist, oder auch, wenn er Kellner sein will. Ja. Du hast nicht so mit dem zu reden. Und da fängt es an. Und wenn du dann zu mir sagst, ey, guck mal, Bruder, das war nicht korrekt, wie du das dem gerade gesagt hast. Und dann wird immer so auch mal patzig geantwortet, ich sag das, wie ich will und so. Und Bruder, guck mal, das ist genau das. Und ich schwöre dir, früher, ich kann mich heute kontrollieren. Ich habe Sachen, ich mache keinen Spaß. Ich habe früher Situationen gehabt, wo ich mich nicht so unter Kontrolle hatte. Leute haben bei mir solche Dinger gebracht. Ich schwöre dir, Bruder, bei einem Augenzwinkern hast du eine Backpfeife von mir im Gesicht gehabt und die Leute sind so, die wussten gar nicht, was abgeht. Das hat bei mir keine Millisekunde gedauert, da habe ich mit Schlägen reagiert und so. Ja. Weil, ist vielleicht auch der falsche Weg, heute geht man anders damit um. Ich will dir nur damit sagen, oftmals provozieren dann diese Leute auch, oder jetzt, dass es zu bösen Streitigkeiten kommt, verursacht haben. Ich glaube, meistens sind Leute so, weil im Endeffekt sie bereuen, sie schämen sich und sie reagieren direkt mit Abwehr. Bruder, ich weiß, ich habe lange gebraucht, ich versuche sowas auch immer psychologisch zu hinterfragen, aber für mich ist es auch irgendwo ein Mangel an Charakter und so, weil guck mal, sehr, Bruder, sehr viel. Sehr viel Ego. Sehr viel. Manchmal stehe ich Innenstadt Rewe und so, gell, falls jemand von Hanau Innenstadt Rewe ist, bitte mal kommentieren und so, Dings, die auch zum Beispiel, gibt auch den einen oder anderen, der mich hasst in der Hanau Innenstadt, Bruder, da auch Rewe, Bruder, für wie viel Ordnung habe ich da drin schon gesorgt und für wie viel Gerechtigkeit, nur in diesem Rewe City bei mir, Bruder, was zum Beispiel, da sitzt die die Kassiererin, alle laufen mit so einer Fresse, nicht Hallo, nicht Danke, nichts. Bruder, irgendwann, Bruder, ich stehe da, ich sag alle mal ganz kurz zuhören, sage ich, 5 Leute gerade hintereinander, keiner sagt Hallo, keiner sagt Danke, bitte musst du nicht unbedingt grinsen und fragen, wie es dir geht, aber das sind diese Sachen auch zum Thema Werte zurück. Weil du einen abgefuckten Tag hast, diese Kassiererin, mach mal ganz kurzes Beispiel.
vielleicht haben gerade irgendwie die Hälfte Corona und von der Hälfte, die Corona macht die Hälfte nur auf Corona, damit sie bezahlt werden. Dings. Ja. Sie hat die Schicht übernommen, weil sie vielleicht eine ist, die ihre Arbeit ernst nimmt, hat gerade so 3 Wochen hintereinander Doppelschicht und jetzt kommst du mit deiner Fresse. Ja. Verstehst du, ich meine, Bruder, das ist immer, für mich ist das, guck mal, meine Mutter hat mir Gott sei Dank diese Werte verklickert und ich muss aber auch sagen, die sind aber auch irgendwo in einem drin. Du merkst, ich komme jetzt wohin, ich sag nicht danke und bitte und du merkst, wie die Situation kippt. Und das muss man auch, das muss man den Deutschen lassen. Die Deutschen sind so straight. Kommst du nicht rein, hallo Dings, hallo bitte, danke, wirst auch anders behandelt und so, verstehst du? Und das sind aber Sachen, Bruder, das ist, du bist nicht besonders, wenn du freundlich und höflich bist. Bruder, das ist eine Sache, die muss in uns vollkommen verankert sein. Aber in unserer Welt ist es mittlerweile besonders. Ja. In unserer Welt ist es besonders. Wenn du Danke zu jemandem sagst, wenn du Bitte sagst, wenn du höflich bist, so Leute finden das so krass, weil einfach die Menschen einfach komplett... Viele nehmen das auch als Schwäche, komischerweise. Ja, sehr, sehr viele. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass er sagt. Deswegen habe ich auch im letzten Podcast bei Burak auch... habe ich es auch nochmal klar angekündigt, weil ich versuche immer sehr freundlich zu sein und so, ja, auch draußen, egal wo ich bin, auch manchmal Leute sind patzig und so, keine Ahnung, zieh ihre Maske bitte hoch, ich zieh einfach hoch und sag gar nichts, weißt du, obwohl ich am liebsten abkotzen würde. Ja. Bruder, das wird auch und auch an euch da draußen, Leute, stellt euch nicht unnötig auf irgendwie OG, nur damit ihr denkt, dass ihr von anderen mehr respektiert werdet. Freundlichkeit, Höflichkeit ist kein Zeichen von Schwäche. Du kannst ein Löwe sein, du kannst ein Löwe sein im Herzen, körperlich, in deinem Kopf. Ich bin zu jedem, ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, gleich freundlich und höflich. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Ein Zeichen von Schwäche ist, wenn du in der S-Bahn sitzt und, keine Ahnung, da kommen gerade 3 alte Frauen rein und du hast nicht mal nötig aufzustehen, weil du dir denkst, ich sitze gerade hier und so. Und das ist leider auch die heutige Generation. Mm-hmm. So, ich stehe doch nicht auf, nicht, dass noch eine, gut, bei dieser alten Oma-Sache und so, da ist vielleicht noch was anderes. Aber viele andere Sachen, wo die Leute sich denken, ich bin doch nicht Land, wer bist du? So, ey, darf ich mal ein Selfie machen mit dir? Und kommen auch bei mir viele Leute und so, ne? Weil ich habe ja dadurch, dass ich Straße bin, war, können sich viele mit mir identifizieren. Ja. Oder mir folgen Leute seit Jahren, die kommen auf der Straße, die wissen mehr über meine Instagram-Stories als ich selbst. Die sagen, da hast du Dings. Und die wollen Fotos, die wollen Dings. Bruder, was? Achi, mich soll der Tod ereilen, wenn ich zu denen sage, dann hey, geh mal weg. So. Oder, ey, willst du ein Selfie machen? Ja, cool. Ey, wie heißt du? Krass und so. Ja, ich bin der Jerome. Ey, krass, Jerome, woher kommst du? Wie alt bist du? Ja, ich bin 20 Jahre alt, ich mach grad Schule. Ey, geil, Digga, mach deine Schule. Verstehst du, was ich meine? Ja. Bin ich jetzt krass, weil ich sag, ja, ein Selfie, aber dann... Ja. Mach's gut, ciao. Dings und kommentieren nicht vergessen und so. Like. Ja. Oder, verstehst du, aber Leute feiern das. Ich meine, vor allem, guck mal, seitdem Instagram da ist, Leute feiern noch mehr Leute, die wirklich schlechte Werte haben. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz so schlimm. Beliebt, wenn du richtig ein Scheißmensch bist, wenn du eine richtige Ratte bist, Leute lieben dich, sie abonnieren dich, um zu gucken, wie jeden Tag, sie wollen jeden Tag sehen, wie viel Scheiße du machen kannst. Bruder, weißt du, was da auch wieder ist? Vom Islam, der Prophet, Frieden und Segen auf ihn, hat in einer authentischen Überlieferung gesagt, dass eine Zeit kommen wird, in der der Vertrauenswürdige als unvertrauenswürdig hingestellt wird und der Heuchler und der Lügner und der Dings, dem wird das Vertrauen gegeben. Und Digga, nur jetzt mal genau das, was du gerade gesagt hast, wir befinden uns nach meiner Meinung, wie gesagt, Leute, nach meiner Meinung, nagelt mich nicht fest, gibt auch einige islamische Gelehrte, die das sagen, in dieser Zeit. Oder es gibt Leute, die haben Millionen Instagram-Follower, wie du sagst, das ist der, die sind nur der weil sie jeden Tag Dreck machen. Bruder, Snitches. Ja. Dieser 6ix9ine. Wallah, Bruder. Hey, 6ix9ine, if you see this. 6ix9ine, if you're gonna see this. We get subtitles on this. 6ix9ine, hello from Germany, if you see this, you're ugly. Colored rainbow snitch. I don't know how to call you. Snitch. Big snitch. Ass nigga. Biggest rat. Oh, das ist das, die, guck mal. Das Krasse ist, ich kam da aus dem Knast raus, ne? Und, Digga, unschuldig im Knast. Du bist immer bei deinen Werten. Du bist nicht mit Chivatos. Du bist nicht mit Verrätern. Du sitzt nicht mit dem am Tisch. Du hast deine Werte, die ich auch seit klein auf bis heute durchgezogen habe. Mm. Bruder, ich komme aus dem Knast raus. Auf einmal ging.
Ich glaubst du es mir? Ich habe diese ersten Videos gesehen von diesem Sibby 9. Ja. Bruder, ich hab gedacht, das ist Spaß. Achi, glaubst du mir, ich hab gedacht, das ist Spaß. Ich dachte, nein. Bruder, dann guck ich einfach, jeder hype ihn, jeder zelebriert ihn. Alle Bruder, Kinder, dieser, alle Frauen, dieser Dreckige, alle. Der hat Leute, der hat Lebensgeständnisse gemacht. Mhm. Achi, der singt, der rappt. Oh, what you do, what you do, and get up, when I'm bumping in prison, in the bar, in the jail, it's no way, yo. Bruder, der rappt darüber, ja. Leute identifizieren sich mit, oh, ich bin krass, das Prison, das ist. Und ja, der hat einfach alle Leute weggesnitcht mit seinen dreckigen Dings. Bruder, Wallah, ich hab dafür keine Worte mehr. Ich hab dafür keine Worte. Ganz kurz, soll ich abschließen, ja. Du ganz kurz, Bruder. Und das, wenn wir so zum Thema, wenn wir solche Leute zelebrieren, die, guck mal, wie viel hat der auf Instagram? Zu viel. 5 Millionen, 6, 7, 8, 9, viel mehr. Bruder, die, jetzt musst du dir das mal geben, Digga. Ja. Der ist, das sind die Leute, Bruder, ey, guck mal, ich schwöre es dir, gell? Ja. Ich hab so von manchen Liedern wirklich, weil der mich so verfolgt hat, manche waren sogar cool, so vom Beat her. Das, ja. Bruder, aber meine Ohren weigern sich, ihn zu hören. Ja, aber guck, das ist das heute, du weißt, er ist eine dreckige Snitch. Und Bruder, einfach diese Leute, die dann ihr Tupac-Zitat in WhatsApp als Status haben, loyal to the game und so. Ja. Bruder, wollt ihr mich verarschen? Ja, aber das ist halt heutzutage immer so. Wenn das Marketing stimmt und das Produkt cool verkauft wird, dann frisst du den Scheiß. Das ist ja nicht nur bei Mucke so. Das ist genau wie bei diesen Geräten hier, wo nur Gott weiß, was für Kinder in irgendwelchen Orten arbeiten, die sterben und so. Wir kaufen trotzdem. Wir wissen, aber wir kaufen deswegen, trotzdem. Deswegen, der Faden von Moral ist sehr dünn. Auch bei 6ix9ine, der Faden von Moral ist auch sehr dünn. Ich hasse ihn. Aber der Faden von Moral da ist auch sehr dünn. Weil die Leute, mit denen er da gearbeitet haben, Digga, die haben seine Frau gebangt, die haben sonst was gemacht. Ich meine, Janne, du musst nicht snitchen trotzdem, weil du hast dich in diese Lage gebracht. Weil so, du wusstest ganz genau, was die Regeln vom Game sind. Du hast dich dafür entschieden, steh dein Mann. Und das ist das. Guck mal, Bruder, das ist genau das, weil viele auch gesagt haben, auch bei mir in den ganzen Gerichtsverfahren und das, sag doch einfach aus, du musst ja nicht gegen jemand aussagen. Bruder, ich habe ja gar nicht geredet vor Gericht. Ne? Nur damit ihr wisst, auch für alle da draußen, weil da auch am Anfang früher in Knast und so haben Leute versucht zu sagen, wegen diesen Leuten in Knast. Auch nochmal an die, die in Weiterschatten so Welle gemacht haben, wo ihr dann euch in die Hosen geschissen habt, wo ich gesagt habe, draußen kommt einer, ich kämpfe gegen euch alle, weil Leute angefangen haben zu sagen, ich habe Leute in Knast gebracht. Ich war der Einzige von meinem Fall, der in Knast war, unschuldig. Alle anderen auf Bewährung draußen, beziehungsweise mein Mittäter und so. Und wir haben, keiner von uns hat eine Aussage gemacht. Und jetzt kommst du und setzt irgendwelche Gerüchte in die Welt, du 6ix9ine oder was du bist, verstehst du? Und was ich damit sagen will, ist, Digga, guck mal, ich kooperiere nicht mit denen. Mm. Ob ich auch jetzt heute noch, egal in welchem Milieu ich bin, dieses ganze System, das uns einfach nur hier brettert. Und wie du gesagt hast, ich habe mir diesen Weg so ausgesucht. Jetzt, wenn es ungemütlich ist, auch jetzt wie bei 6ix9ine, ich weiß, da haben auch ein paar gesagt, das, was du gerade gesagt hast, mit da waren linke Sachen so. Bruder, diese linken Sachen hast du am Ende dann zugelassen. Das meine ich auch. Und wenn du, Bruder, wenn du der bist, der du meinst zu sein, in deinem Gangster-Game und so. Und mit Dings, weil wenn du Leute, Bruder, guck dir mal ein Eminem, Dr. Dre, Timbaland, Eminem, und Yella Wolf und so, die alle gekommen sind. Bruder, das sind die krassen seit Tag 1 im Game. Hat da mal einer den anderen Dings 50 Cent gesigned mit von Eminem, Dr. Dre, das ist, hat da mal, waren da solche Sachen? Waren da diese, nein, weil weißt du warum? Weil wenn du wirklich das bist, was du meinst, mit deiner Musik zu verkörpern, G-Shit und so, Digga, dann kommt es auch nicht zu solchen Situationen. Nee. Und verstehst du, was ich meine? Nee. Wie jetzt am Ende bei mir mit meinem Fall. Wen soll ich jetzt, guck mal, ich sitze wegen einer Sache, die im Rockermilieu passiert ist, weil andere zu 31er wurden, nicht aus meinem Bereich, ist jetzt das Rockermilieu daran schuld? Oder ist es der einzelne
von der Schmock, um den es bei mir in der Doku geht, er ist es. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist genau das, ganz kurze Übergang zum Islam da, was es angeht. Es macht einer irgendwo einen Anschlag islamisch und dann ist es der ganze Islam. Mhm. Ja. Es ist diese Person, die es gemacht hat, und das ist zu verurteilen, als schlecht zu sehen. Ja. Man soll sich davon abwenden, aber deswegen ist nicht der ganze Islam schlecht. Ja. Und, wirklich. 100%. So, seht ihr, deswegen, wegen dieser Energie habe ich mich gefreut auf diesen Podcast. Der Bruder ballert mit der AK-47. Man down. Auf jeden Fall, nein, Bruder, ich freue mich wirklich. Auf jeden Fall, nein, nochmal zurückzukommen zu diesem, meine erste Frage. Für den Moment, was passiert in deinem Kopf? Gibt es eine Nacht, wo du dir sagst, so, okay, ich habe genug mit dieser ganzen Drogen und Scheiße zu tun. Was passiert konkret in deinem Kopf? Gibt es irgendein Event? Also der krasseste Moment, ich weiß gar nicht, ob ich da schon in einem Podcast drüber geredet habe, aber waren so eigentlich die Tage dann in Haft, ne? Mhm. War das wie kalter Entzug dann da, oder? Nee, ich habe schon vorher, was heißt aufgehört, ich war da vorher so mal, da war ich schon nicht mehr so krass unterwegs. Also Wochenenden, ne, manchmal dann 3 Tage weg ohne Schlaf und auf Material. Mhm. Aber ich habe schon auch immer natürlich ernsthaft Sport gemacht. Also ich war jetzt dann diese letzten Jahre vorm Knast nicht so mehr auf Drogen wie jetzt davor. Wie gesagt, wie liegt im Auge des Betrachters, ne? Wenn wir halt weggegangen sind am Wochenende oder ich, einsamer Wolf unterwegs und so durch die Nächte in Frankfurt. Oder wie gesagt, ich habe auch eine Woche gebraucht, um klar zu werden darauf, weißt du? Aber diese Zeit im Knast, du schaust auf die Tür und denkst dir, die muss eigentlich aufgehen, ne? Weil irgendeiner muss ja merken, dass dieser Fall, dass da Fehler unterlaufen sind und so. Und das passiert nicht. Mhm. Und dir wird einfach klar, dass du machtlos und hilflos bist. Und dieses Zweifeln auch irgendwo erstmal an Allah, an Gott, hat mich dann stark gemacht. Mhm. Also dadurch, dass du musst dir vorstellen, guck mal, die Religion, Gott beantwortet all unsere Fragen, die wir haben, von denen wir erstmal keine Antwort erwarten. Wie zum Beispiel, ich habe mir gedacht, guck mal, ich bin jetzt hier unschuldig im Knast, ich habe gerade einen Laden draußen, ich habe eine GbR, verschiedene Geschäftspartner, Kinder, Frau, alles, wie soll ich das machen, verstehst du, wie soll ich das jetzt, um dieser Druck im Kopf, dass du weißt, du bist unschuldig, und ich weiß noch genau, dass eine der ersten Seiten, die ich im Koran aufgeschlagen habe, ist am Ende von Surat al-Baqarah, von der längsten Surah im Koran, wo Allah sagt, und Allah lastet keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Mhm. Yani, du würdest diesen Test nicht bekommen, wenn du nicht in der Lage bist, es zu bestehen. Auch, ja. Und dann habe ich mir gedacht, krass, und dieser Zweifel hat aufgehört, und ich habe mir gedacht, natürlich weiß Gott, dass ich unschuldig bin. Mhm. Guck mal, alle Menschen können gegen dich sein auf dieser Erde, oder jemand denkt jetzt das und das von dir. Oder glaub mir, Gott kennt diese Wahrheit, und bei ihm bist du auch am besten aufgehoben. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt von heute auf morgen, ich muss mit allem aufhören. Mhm. Und ich glaube, so 2-3 Wochen, nachdem ich inhaftiert worden bin, ich habe ja noch normal Zigaretten geraucht und so, ne, Kippen, Marlboro und so von draußen gehabt, allen weiter, ey Bruder, kann ich mal eine Marlboro haben? Und so, weißt du? Ungewohnt, weißt du, eher selten, weil es zu teuer ist im Knast. Bruder, ich habe abends, und ich bin selber Sportler, aber schon immer, und habe auch so ein bisschen, ich habe gemerkt, dass durch dieses viele Rauchen im Knast, gerade am Anfang, ist meine Lunge noch mehr zugegangen, und dieses, du hast so eine beengte Brust von allem im Leben, weißt du, Aschenbecher voll, und stehen auf einmal so, krass, wer hat hier alles geraucht? Und dann hast du nicht mehr diese Ausreden, die Jungs waren doch bei mir. Nee, nee, bist du. Du bist in der Zelle, der ist von heute Morgen, der ist voll der Aschenbecher, verstehst du? Und da weiß ich noch, dieses Aufhören mit den Zigaretten, auch ein Tipp da draußen, Leute, alle, die aufhören wollen mit irgendwas, besonders Zigaretten, lasst euch gar nicht einreden mit ihr da und da und jetzt heute noch 5, dann gehe ich langsam runter. Es muss im Kopf klick machen, besonders an die Leute da draußen, die Sportler sind und rauchen hier morgens erstmal so Kaffee und Kippe, Digga. Und verstehst du, ich meine, das passt nicht zusammen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, Digga, ich mache Sachen, die nicht zu mir passen. Mhm. Ein Sportler raucht nicht, ein Sportler nimmt keine Drogen. Ein guter Muslim, ein Praktizierender, hält seine Gebete ein. Mhm. Der ist auch irgendwo, oh gut, ich muss auch sagen, auch wenn ich in manchen Sachen impulsiv bin und so, aber ich bin schon
viel ruhiger als damals, verstehst du? Und du hast diese charakterverändernden Dinger natürlich ins Positive gezogen. Die müssen dir so wichtig werden, und besonders bei dem Rauchen. Ich habe diese letzte Kippe ausgerückt und puh, habe ich gesagt, ekelhaft, Digga. Und ich bin auch zu dieser Zeit, habe ich so Luftattacken. Ich hatte auch so Schlafapnoe lange Zeit, als die Luft im wegbleibt im Schlaf. Und ich habe mir gedacht, Alter, stell dir mal vor, 24-jähriger Hanauer stirbt in Haft. Am Ende ist noch da rauskommen, dass ich unschuldig war. Eigentlich unschuldig, JVA, Weiterstadt und so. Ich hab mir gedacht, Digga, was ist das? Was ist das für ein Tod? Und wir machen Sachen heute, wie jetzt bezogen auf das Rauchen. Ja. Wir wissen ganz genau, du kannst verrecken. Du weißt, der ist schon verreckt. Du weißt, der wird verrecken. Der hat keine Zähne mehr. Der hat einen halben Fuß. Ja. Der kann nicht mehr die Treppen hochlaufen. Und trotzdem meinst du, du bist anders. Mich erwischt's nicht. Ja. Und das war dieses mit den Kippen. Ich weiß noch, ich hab ausgedrückt. Und Bruder, ich habe mir einen bösen Trainingsplan, Back to Motivation, ich habe einen Hardcore-Trainingsplan aufgebaut mir über die Haftzeit, wo ich heute noch große Teile davon beibehalte. Und das habe ich dann durchgezogen. Ich habe gesagt, das ist jetzt mein Weg. Ich höre auf mit Drogen, mit das. Alles, was meinem Körper schadet, auch was, ich war schon immer trotzdem gut in der Ernährung. Aber auch, guck mal, ich habe seit Jahren nie wieder McDonald's, Burger King, irgendwas, außer diese Ausnahmen, wo du, keine Ahnung, auf ja, klar, 800 Kilometer Autobahn nur ein Burger King und du holst dir eine Cola, weil einfach nichts anderes, manchmal auch eine Cola, aber jetzt so Pommes und so, weil du einfach nichts anderes hast, das ist eine Ausnahme, aber Bruder, straight away, du gehst einfach diesen Weg. Und ich glaube, dass dieser Mindset, es ist diese Kombination auch irgendwo aus Mindset und dir treu bleiben, weil guck mal, und viel Erkenntnis. Auch, ne? Viel Erkenntnis, aber guck mal, wenn du selber Ehre hast und zu dir selber treu bist. Ich sage jetzt, ich schwöre bei Allah, ich mache mir jetzt ein Gelübde, ein Versprechen, ich höre auf. Wisst ihr, was ich manchmal morgens habe, wenn ich morgens keine Termine habe, weil mich schrubben natürlich Termine pünktlich, bam, 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 aus dem Haus morgens. Manchmal, wenn ich keine Termine habe, ich muss mich selber disziplinieren. Oder weißt du, was ich manchmal habe? Wenn ich einen Wecker zu mich nochmal so ausgerückt habe, weil ich einfach hab noch die Nacht gehasselt, zu spät ins Bett und ich denke mir so, ich muss ja eigentlich nicht raus. Oder manchmal liege ich im Bett, ich schwöre, ich mache keinen Spaß, das ist meine Strategie, kann sich vielleicht der ein oder andere mal draußen versuchen. Ich zähle von 5 runter und sag, wenn ich zähle von 5 runter, wenn ich nicht aufstehe, bin ich die größte Pussy auf die größte Opfer und ich zähle runter und in dem Moment, wenn du bei 0 nicht auf, ich rede mit mir selbst, bist du einfach nur ein Opfer, ein Versager, ein... Das heißt, zum Thema auch vorhin Fett und so, nicht nochmal dafür, ich will niemanden damit beleidigen. Aber es ist Disziplin. Das ist dieses Major Pain, like, ich sag mir selber so oft, du bist gar nichts. Oder auch wie jetzt mit dem Aufstehen. Steh auf oder du bist einfach der Größte. Und ich schwöre dir, mach das mal selbst. Und auf einmal hast du so ein, wenn du so mit dir selbst bist, wenn du weißt, wie deine Regeln sind, die du aufgestellt hast, wenn du denen treu bleibst, Bruder, ich schwöre es dir, ich kann dann nicht mehr im Bett bleiben. Und ich stehe dann auf und sage, und dann bist du aufgestanden, jetzt, bam, 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 dann sage ich, ich gehe jetzt Zähne putzen, duschen, das, und dann mache ich erste Workout, egal was kommt. Ja. Und manchmal schon beim Zähneputzen, duschen, eigentlich einer ruft an, ey, Bro, komm mal raus, wichtig. Nein, weil ich habe mir gesagt, Workout, auch das, und wenn es nur 20 Minuten sind, ich sag euch, Leute da draußen, auch wieder zum Thema Training, ja gut, dann hättest du auch gar nicht trainieren brauchen. Gibt's nicht, Digga. Gibt es nicht. 15 Minuten Workout. Ich sag euch, Ashton Hall nochmal. Ashton Hall, 15, 20 Minuten Workout. Es verändert ein Leben. Du brauchst nichts, Bruder. Glaubst du mir nichts? Die Leute sagen, ja, ich hab kein Dings zu Hause. Bruder, hast du einen Raum? Hast du so 1x2 Meter Platz? Ja. Hast du einen Körper? Handy hast du sowieso, Flatrate hast du sowieso. Ist ja so wichtig. Oder nein, mehr brauchst du nicht. Und das ist das, guck mal, Bruder, mir hat einer im Knast gesagt, ich weiß nicht, ob wir da vorhin schon drüber geredet hatten, aber es hat einer gesagt, die einen suchen Ausreden und die anderen finden Wege. Ja. Und Bruder, ich sage dir, und the Master of Disaster, der kommt aus diesen Ecken, wo er einfach in seinem Zimmer trainiert hat, Liegestützen, das und das, Mike Tyson. Wer kennt da draußen, schreibt es mal in die Kommentare, wer die Mike Tyson Trainingseinheiten von damals kennt. Und er ist einfach der... Er ist ein Tier. Überpsycho gewesen. Ich kenne jetzt nicht genau die Zahl, aber hat... Ich mache es jetzt einfach mal nur... Ihr könnt es ja korrigieren in den Kommentaren, wenn ihr es wisst. Ungefähr die Zahlen sind
so Workouts, 2000 Sit-Ups, 2000 Liegestütze, 2000 Push-Ups, okay? So, ich glaube, irgendwo ist es so 500 der Unterschied. Irgendwo ist es 1500, dann 2000, 2000, so. Diese Kombination, jetzt überleg dir mal. Je nachdem, hat es verschieden gefächert. Manchmal 50 am Stück, 50, 50, 50 oder mehr, je nachdem, mehr, selten weniger. Oder eine Frage, was brauchst du dafür? Was brauchst du jetzt hier für Push-Ups? Was brauchst du hier für Sit-Ups und was brauchst du hier für Squats? Ich glaube nichts. Nur dich, und jetzt, und guck mal, ganz ehrlich, eine Frage. War Mike Tyson einfach mal so ein YouTube-Fitness-Guy? Hey Leute, willkommen zu meinem YouTube-Tutorial. Oder war er einfach der krasseste im Game? Oder Mike Tyson war einfach die Maschine überhaupt? Und nochmal, der war nicht bei Fit 7-Eleven Dings, kostet 150 Euro im Monat mit Schwimmbad und mit Sauna. Und, Bruder, ist doch so, Bruder. Die Leute sind so, denken, Bruder, heute gehen die 5 Stunden ins Fitnessstudio und sehen trotzdem noch aus wie irgend so ein Johnny Bert. Aber im Fitnessstudio viel mittlerweile ein Post ist. Das Lifestyle. Ja, ja. Lifestyle. Bruder, ich muss jedem zeigen, ich trainiere meinen Hintern heute. Und Story, Story. Kennt ihr noch Facebook damals, als dieses Ich bin hier, als es voll so genutzt wurde? Ja. Kennt ihr diese Leute, die ich bin im McFit? Bruder, ich habe niemanden von dem gesehen, Bruder. Und ich war jeden Tag dann noch an die McFit-Leute von damals, McFit Hanau. Bruder, wir haben diesen Laden auseinandergenommen. Aber komisch, von diesen Leuten, bin hier, McFit Hanau. Ich habe keinen gesehen. Es gibt auch viele Leute, die gehen zum Fitness. Die machen ein Bild, dann sind sie auch wieder weg. Ich schwör's dir. Es gibt auch diese Leute, viele von denen. Auf jeden Fall, Bruder, nein, wirklich, danke für diesen Podcast. Ich würde noch viel länger machen. Ja, wir müssen noch fortsetzen, Mann. Ich muss wieder zurückkommen nach Berlin. Du musst auf jeden Fall zurückkommen. Weil, wie du merkst, bei uns ist entspannt einfach. Wir reden einfach wie, Bruder, wie Familie. Du sagst, was du sagst, wir kommentieren, wir reden darüber. Wäre es nicht Sonntag, würden wir länger machen. Schade. Es ist Sonntag. Nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal machen wir 2 Stunden sogar. Könnt ihr, schreibt in die Kommentare, jeder, der nochmal will, dass ich nach Berlin komme. Ich habe sowieso eigentlich noch auch andere Sachen hier in Berlin, die ich jetzt vielleicht nicht mehr schaffe, abzuwickeln, bevor ich fahre am Dienstag. Ja. Wenn ihr Bock habt, schreibt rein. Marv soll zurückkommen, dann... Macht das bitte, wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr ab freuen. Ab 50.000 Abonnenten auf dem Channel komme ich zurück. Ihr habt das gehört, Leute. Ihr habt das gehört, auf jeden Fall. Sag vielleicht nochmal, wann deine Doku rauskommt. Ja, einmal sowieso, auch für euch noch, ne, Leute hier, für die Brüder. Leute, mein Lieblingssprichwort in der letzten Zeit, Support ist kein Mord. Mm. Ja. Oder immer dies, oder es gibt Leute... Die gucken das hier, da, die Videos hier auf dem Channel, das, ne? Kleben auf diesen Channels und, Bruder, geiern einfach mit diesen abgecrackten Abo. Abonnieren. Like. Bruder, erklär mal bitte, wo ist das Keiner Problem? Weiß, Bruder, glaubst du mir, auch wenn ich mir Tutorials suche, weil ich gerade, und wenn es, ich koche irgendwas, ey, wie geht diese Soße gerade? Bruder, ich mach das an und wenn da irgendein Frosch ist der 200 Aufrufe auf seinem Video. Das erste, was ich mache, ich merke, der redet von Soße, das, der hat schon krass, der hat da schon Parmesan, guten Dings. Like doch, Digga. Ja, Mann. Hier kurz push, das, mal push. Abonnieren, das. Gut, jetzt bei wirklich random irgendein Video muss man nicht unbedingt abonnieren. Ja. Aber Bruder, so viele gucken diese auf irgendeiner Plattform das und abonnieren nicht. Bruder, wo ist das Problem? Stimmt. Wo weil ist der Mensch immer gerne nimmt und nicht gibt. Ganz genau, ja. Aber ja, das auch, ich kann es nicht verstehen. Dazu kommen auch von mir noch ein paar Livestreams. Ja. Weil besonders bei mir ist es sehr wichtig, dass der Algorithmus auseinandergenommen wird, weil ich habe immer Shadowban. Ja. Ich habe immer Shadowban, ich werde immer mal gelöscht. Immer. Wenn dann nicht die Leute anfangen, Bruder, sogar meine engen Freunde, ich sage den Achi, wenn ein Bild von mir kommt und so für den Algorithmus, mach bitte nicht diese 3 Flammen. Weil diese 3 Flammen werden, auch damit ihr es wisst, die werden von Instagram als Spam gesehen. Warum? So. Weil auch Bots diese Emojis einfach senden können. Also. Aber ein Bot kann nicht schreiben, hey, nice picture, how is it going? So, und ich schreib doch irgendwas sinnlos. Hey Bruder, was geht ab? Cool, wann bist du zurück? Oder irgendwas. Oder glaubst du mir, meine engsten Freunde... Die machen trotzdem Flammen? Die machen trotzdem Flammen. Ich hab auch zu viel von diesen Flammen gemacht. Jetzt, wo du das gesagt hast, ich re-kommentiere, wenn dann Leute das machen, um einfach, okay, du hast irgendwas re-kommentiert, ne? Ja. Aber nur auch Leute an euch da draußen,
für die, die supporten wollen mit Herz und geiert nicht, nochmal, Support ist kein Mord. Auch dieses, guck mal, auf Instagram reagiert besonders seit 2021, vielleicht auch schon davor, aber jetzt sagen das so die ganzen Influencer-Gurus, die sich damit sehr, sehr stark beschäftigen. Mm. Beitrag speichern zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Ja. Oder als würde einer, und ganz ehrlich, das ist ein Tool für mich, das benutze ich so ungefähr einmal in 5 Monaten, wenn ich irgendeinen alten Beitrag suche. Das heißt, wir benutzen es sowieso nicht. Also ja, kannst du doch bei Leuten, die du supportest, like, kurz kommentieren ja, und speichern. Ich mache das. Das ist keine Arbeit. Und Instagram reagiert brutal darauf. Instagram reagiert, wenn jetzt auf einmal auf einen Beitrag, bam, 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 alle drücken auf Speichern, ganz kurz. Vielleicht kannst du es einblenden, wie schneidest du mit Premiere Pro oder was? Vielleicht kannst du kurz dieses nochmal, also so quasi so und so ein Zeichen. So, das ist beim Post unten rechts, okay? Ja. Einfach Beitrag speichern und darauf reagiert Instagram besonders. Bei mir, sorry nochmal fürs Abschweifen, ist es so, dass ich immer einen Shadowban habe und ich generell nicht gezeigt werde. Warum? Alte Sachen mit Corona und so, anderes Thema. Und dann kommt halt einfach noch dazu, dass diese Dokumentation, die ich rausbringe, überall, wo zum Beispiel auch steht, halb Rocker, halb Salafist, deswegen müssen wir da jetzt gucken, dass wir auch da so eine andere Buchstabenzusammensetzung haben. Warum? Weil Salafist wird schon, auch wenn es, ob es jetzt als Text steht oder genau, du wirst, das wird gescannt von Instagram, von einem gewissen Algorithmus, und der sagt, da ist irgendetwas Islamistisches zum Beispiel. Mhm. Islamistisch wird als rot eingestuft, tschüss, ab mit dir nach unten. So, und wenn ich dann noch Geier-Follower habe, die alle, keine Ahnung, gucken meine Dings. Ich habe manchmal auch so, auf dem einen Reel, jetzt habe ich letztens gesehen, sind 5000 Views drauf und da hat, keine Ahnung, nur 200 Likes. Bruder, was ist... So, Bruder, ich like sogar Reels, wo ich nicht mal, wo mir kurz was gefällt. Und Bruder, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ich so eine langweilige Person bin, wo du sagst, was verstehst du? Definitiv. Und trotzdem geiern die Leute. Also Leute, nochmals, dritte Mal danach, dann höre ich auf. Support ist kein Mord. Einfach mal Leute, auch was ihr von den Jungs seht, von Podcasts, einfach mal liken, kommentieren, speichern. Wenn ihr Bock habt, dass ich zurückkomme, schreibt es in die Kommentare. Und zum Thema, danke dir, Bro, was meine Doku angeht. Also, es sieht wie folgt aus. Heute war ja das erste Black Panther Interview. Ich weiß nicht, ob der Bruder Hendrik das zweite Interview für diesen Sonntag, also für kommenden Sonntag, hinbekommt. Am Ende dieses Interviews, ich schneide das nicht bevor dem Wochenende, oder? Mm. Wann wollt ihr das raushauen? Wahrscheinlich nächste Woche. Okay, nächste Woche dann. Also gut, dann wird es dann schon wahrscheinlich sowieso passé sein. Dass in dem zweiten Teil von Black Panther werde ich etwas ankündigen, was Anwälte und so angeht und was den Release angeht, warum der Release noch nicht jetzt so stattgefunden hat. Es gibt einfach, ich sag's jetzt hier auch einfach nochmal für euch, damit ihr das wisst. Ich meine, wie gesagt, wenn das Video dann draußen ist, dann ist auch die Information draußen. Es gibt verschiedene Punkte, und zwar einmal sind Anwälte abgesprungen, die diesen wichtigen akademischen, juristischen Teil in der Dokumentation darstellen, und man braucht sie, in Anführungszeichen, um quasi das gedeckt zu haben, dass am Ende nicht die Leute sagen, ah ja, guck mal, der hat den Leuten gesagt, was sie sagen sollen und so, auch alte Freunde dabei gewesen, Zeugen, irgendwelche Leute, Krankenschwestern und so. Verstehst du, was ich meine? Und ein Jurist oder ein Anwalt... professionelle Leute, die wirklich genau, den Job machen. Genau, der berichtet ja anhand Fakten, was jetzt die Aktenlage angeht. Und die sind abgesprungen. Habe ich da ein bisschen weiter vertieft. Das fuckt mich böse ab, Bruder. Aber du musst dir vorstellen, wir können noch nicht diesen Final Cut machen, bevor da gewisse Personen noch da sind. Also, was jetzt die Anwälte angeht, es ist ein Forensiker mit im Gespräch. Ein Gerichtsmediziner, der quasi noch auch anhand der Wunden meines Opfers sagen wird, dass nie jemand gestochen wurde. Mhm. Und wenn halt, und das ist einer der bekanntesten, renommiertesten Forensiker aus ganz Europa, international sogar bekannt. Und wenn der sagt, an dem Tag ist kein Messer zum Einsatz gekommen, dann sieht es schon alt aus für Deutschland, weil den kann keiner, sein Wort kann dann im Prinzip keiner mehr überbieten. Mhm. Kein Gericht, kein Dings, keine Instanz, weil das ist das höchste Wort dann. Er ist derjenige, der am meisten vertraut ist, seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten. Ich glaube, seitdem ich ein Kind bin, ist er im Fernsehen. Ja. Will jetzt seinen Namen noch nicht nennen, weil es sind noch Verhandlungen und so. Ich bin sehr gespannt. Aber ich kann dir sagen, wirklich, jeder kennt ihn fast. Mhm. Jeder kennt ihn. Und eine kurze letzte Frage, bevor wir zuschließen.
Denkst du, diese Anwälte sind abgefallen, weil du Salafist bist oder weil sie einfach nicht mit dir gesehen wollen, werden wollen, keine Ahnung? Also der eine, denke ich, der hat mich ja in der Haft die ganze Zeit vertreten und der kennt mich auch und der hat doch immer gesagt, ach Marvin und so, lass doch die Geschichte ruhen und so. Und ich habe den im Knast schon gesagt, ich wollte schon fast seinen Namen sagen, weil ich will, it's bad publicity für den, sonst weißt du, lass den Arm und so. Ich habe gesagt, guck mal, Digga, ich werde die zersägen. Wie? Ob du mir hilfst oder nicht, ist mir scheißegal. Und du musst dir vorstellen, dadurch, dass es ein abgekatertes Spiel war, hat er nicht geschafft, mir irgendwelche großen Vorteile im Vollzug zu verschaffen. Ja. Er hat den Trailer gesehen, er weiß alles, wir haben lange miteinander kommuniziert. Er geht davon aus, dass es ein riesen Hype wird, wie so viele. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt haben wir einen Hype. Sagen wir mal morgen, ich bin überall im Fernsehen. Mhm. Beispielsweise Medienberichten, bam, bam, wie kann das sein, wie kann das passieren, Deutschland, was ist los mit dir, bam, bam, bam. Jetzt kommt sein Name und alle werden fragen, Digga, wie kannst du, warum hast du nicht geschafft, ihn aus dem Gefängnis zu holen? Und für ihn ist es so wie, ja, nee, ein also Schuhverkäufer, den seine Schuhe... Jeder will seine Interesse sozusagen bewahren. Ja, weil er wird schon wissen, am Ende werden die Leute, er kann ja nichts dafür. Mhm. Also ich würde als Anwalt, ich habe auch halt auch ein bisschen mehr Charakter, ich hätte gesagt, scheiß drauf, wir robben das zusammen durch. Und ganz ehrlich, wenn die dann am Ende einen machen auf, warum hast du den nicht rausgekriegt, werde ich sagen, weil dieser Staat einfach korrupt ist und dreckig ist, dieser Rechtsstaat. Ja. Deswegen ist er, zumindest das ist auch einer der Anwälte, er sagt, ich bin Anwalt geworden, um gegen den Staat zu arbeiten. Also es sind diese typischen Leute, die auch ein geiles Mindset haben, die cool sind. Ich feiere den auch trotzdem, ne? Aber für mich halt in dieser Sache sehr, sehr nachteilhaft, weil ich einfach dadurch nicht zum Ende kommen kann. Und es ist eben noch, ich muss auch sagen, es sind so Stream-Angelegenheiten sind noch da, das heißt, ich muss jetzt anfangen, YouTube-Channel zu machen. Leute, musst du auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Beste für dich. Auch besser als Instagram. Nochmal Shoutout da draußen, Leute, falls irgendjemand Bock hat, so einen YouTube-Channel mit mir zusammen zu machen. Ich schwöre es euch, Leute, ich habe keine Zeit. Ich bin nur am Rennen, nur am Hustlen. Es würde noch mehr Zeit erfordern. Es gibt ja da draußen Leute, die sind mit dem Thema versiert und so. Leute, wenn ihr Bock habt, ihr zuverlässig seid, ich gebe die Hälfte ab, was weiß ich, was dabei rauskommt. Weil, guck mal, du musst verstehen, wenn ich die Doku release, wenn es nur auf YouTube erstmal ausgestrahlt wird und sagen wir mal, es geht so, keine Ahnung, 20 Millionen Klicks, ne? Wenn es nicht monetarisiert ist, kriege ich einfach Wello davon, ja, nichts, verstehst du? Und um zu monetarisieren, musst du halt irgendwie einen gewissen Channel haben, du brauchst 4000 Abonnenten. 4000 oder 2000? 4000, oder? 1000 Abonnenten. 2000 und 4000 Watch-Minuten, sorry. 4000 so. Watch-Minuten. Und dann ist die Sache, Digga, dass ich... It's not about the money, weißt du, ich meine, aber es ist so, ich habe so einen langen, harten Weg hinter mir, dass, Bruder, ich würde mich selbst verfluchen, wenn auf einmal, oder es hat 100 Millionen Aufrufe, weil es international geht, wir machen ja Subtitles, alles, ja, ja, ja. Und ich denke mir so, Bruder, das hat einfach jetzt, was weiß ich, 100.000 Euro abgeworfen und ich habe einfach gar nichts davon, ja, weißt du, jetzt Fall, weil ich muss mir auch irgendwo, muss ich was zurückgeben und vor allem die Leute... Danke nochmal ganz kurz, ich vergesse die immer, Bruder, ich muss es heute jetzt nochmal sagen. Mach. Semifilms, Bilal Production, Konstantin, die ganzen Leute, die mit mir zusammen, auch wenn ihr mich böse abfuckt und ich euch böse abfuckt manchmal in der Produktion, weil es alles schleift. Yelda, Duigu, Sinem, meine ganzen Fotografen, die alle, die hinter mich stehen, meine ganzen Fighting Muslim Brothers, Serkai, Sidar, Bilal, alle, die alle, Jani, leider sich auch bösen Shitstorm von mir immer geben müssen, weil das mich natürlich böse runterzieht teilweise, wenn es so holprig läuft. Weißt du, ich habe sehr, sehr viele Leute, die dort auch dahinter stehen, mit mir zusammenarbeiten. Aber es muss irgendwo ein Auffangbecken geben, wo ich dann am Ende, ich will diesen Leuten, verstehst du, die alle mit mir schon so lange daran arbeiten, ich würde die gerne und ich schwöre es euch, Leute, das ist aus meinem Herz, weil ich bin kein Opfer, der irgendwas sagen muss, was er nicht ist. Ich will diesen Leuten, die mit mir und die seit Anfang an dieses Projekt geglaubt haben, Bruder, ich will die nehmen und ich will, dass dieser Tag kommt und einfach mein Bankaccount geht einfach so nach oben und ich sage, Leute, packt eure Sachen, wir gehen weg. Und das sage ich von meinem Herzen. Und dafür müssen halt noch gewisse systematische Vorkehrungen getroffen werden, weil ich blase das sonst ins Nichts heraus. Also ja. So, und dann ist es weg. Das war besser. Ja. Letzte Sache noch. Macht viel. Letzte Sache noch. Ja, und wie gesagt, diese YouTube-Plattform muss da sein. Es geht nicht anders. Und halt für irgendwelche Streams, Leute, wer noch irgendwelche Streams kennt, jetzt kommt als letztes
ich war hier in Berlin bei Netflix, aber auf Undercover-Modus. Die haben sich gedacht, wie bist du Psychopath, wie hast du uns gefunden und das, das. Die haben mich so indirekt an Amsterdam weitergeleitet, das sind, ich werde jetzt da noch hingehen und so. Ist natürlich da auch wieder die Sache, viele wussten es noch nicht, auch die mit mir produzieren und so. Ich will auch jetzt die Jungs nicht hängen lassen, weil am Ende sagt Netflix, ey krass und so, du bist auch ein krasser Schauspieler und so, aber kannst alles auf Steuerung entfernen drücken. Wir machen das alles neu und so, weißt du, und wir machen das jetzt so lange und am Ende, keine Ahnung, dann soll es halt einfach nur YouTube sein. Ja. Sorry, noch ein Leck. Bruder, alles sorry, gut, Bruder. Alles gut. Sorry, noch ein Dings. Eins habe ich noch vergessen, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, auch nicht bei Black Panther. Mhm. Weil jetzt da muss ich jetzt auch noch zurück, wenn ich nach Hanau komme am Dienstag. Es war ein Drehtag im Kinopolis im Lockdown, im Kino in Hanau. Kennt ihr Kinopolis? Habt ihr es hier in Berlin? Ich glaube nicht. Ja. Nee, viele kennen, so wie Cinemax. Wir haben Cinemax, Cineplex genau, und so. Genau, und Kinopolis ist so in, also auch in Deutschland gefächert, bei uns halt mehr bekannt. Es ist, liebe Leute da draußen, das ist auch ein Grund der ganzen Zeitverzögerung, warum das noch nicht so, warum wir nicht sagen können, dann und dann kommt der Trailer, dann kommt das. Weil Möglichkeiten bestehen, im Kino zu Premiere zu machen. Premiere mit Pressekonferenz und was natürlich der Oberhammer wäre. Und da bin ich auch schon lange dran. Problem ist Nummer eins. Carina, du. Hashtag Corona. Du weißt, man muss ein bisschen andere Namen nennen. Also diese Carina hat wie immer alles Dings. Und jetzt gehen hier auf einmal die Zahlen. Und ich wollte es. Deswegen wollte ich eigentlich vorher fertig werden, aber es hat nicht geklappt. Hab mir gedacht, komm, noch im Sommer, am Ende werden die im Winter kommen, mit Zahlen gehen hoch. Jetzt kannst du am Ende machen, dann Kinos wieder zu. Am Ende kommt ein Lockdown, weil Angelo Merte sagt, Leute, Fenster auf, und wenn euch kalt ist, geht in die Knie und klatscht in die Hände und so. Hat die ja letztes Jahr gemacht und so, diese Psycho-Frau. Habt ihr es gehört? Weil wir uns beschwert haben, auch als Eltern, ne? Unsere Kinder sind in der Schule, ist kalt, Fenster offen, hat sie irgendwo im Bundestag hat sie gesagt, man soll Kniebeugen machen und in die Hände klatschen, wenn es kalt ist. Ich schwöre bei Gott, Bruder. Kein Spaß. Und da, als ich es gesehen habe, ist okay, es ist vorbei. Deutschland, es ist Game Over. Auf jeden Fall, back to Kinopolis. Ist jetzt die Frage, macht es Sinn, dort weiter systematisch versuchen, das Ganze zu arrangieren? Oder, keine Ahnung, stehen wir jetzt, wir haben jetzt November, stehen wir jetzt dann doch wieder vor, Welt steht still, Lockdown, das ist. Bruder, ich sag auch ganz ehrlich, irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann wird es halt über YouTube released und man versucht dann halt, sage ich mal. Du kannst ja trotzdem ein Event daraus machen. Genau, dass man trotzdem irgendwo Events macht. Ich habe halt viele Brüder und so das, ne? Und dann sowieso, wenn der Hype kommt, dann ist auch natürlich alles einfacher, weil dann musst du nicht mehr Leuten über Instagram 15 Mal am Tag dieselbe Nachricht schreiben, sondern dann schreiben die dich auf einmal an, cool, komm doch zu uns. Und dann ist es auch wieder einfacher, dass man einfach kleinere Events oder beziehungsweise größere Events draus macht, ob es jetzt irgendwo in irgendwelchen Gastrobereichen ist oder Theater oder sonst was. Wie gesagt, alles, wenn nicht die Carina wieder alles zerstört diesen Winter. Nichtsdestotrotz, lange Rede, keinen Sinn. Ich werde versuchen, jetzt durchzuziehen. Also unser Target ist Ende des Jahres. Wie, wo, wann, scheißegal. Wir peilen so Ende 21 an. Wenn alles schief läuft, dann wird es Anfang 22. Aber das muss jetzt systematisch kommen. Diese ganzen Interviews, der Podcast mit euch. Ich habe morgen noch einen Termin. Es sind dann weitere Termine. Das heißt, es wird systematisch werden Interviews, Podcasts kommen. Dann kommen Trailer, Teaser, beziehungsweise großer Trailer. Und dann halt in diesem Flow kommt dann die Doku raus und wir müssen nochmal, sorry Leute, auch an die ganze Community von mir, die so lange darauf wartet, wir müssen besonders strategisch gerade damit umgehen, weil halt diese gewissen Sachen wie mit den Anwälten, mit Kinopolis, Corona damit drin, hat uns immer wieder alles, halt alles kaputt geklärt. Gemacht, weißt du? Und deswegen, um einen Punkt zu setzen, ich hoffe auf gemeinsam Wachstum. Ich hoffe auch darauf, ja, dass wir es vielleicht schaffen. Wir hatten ja vorher über die Moral im Großen und Ganzen gesprochen, dass vielleicht einfach Interessierte dort draußen sind, die sagen, ey, Digga, geile Themen und so, lad mal den Marvin und so nochmal ein nach Berlin, dass wir, und wenn es
underrated bleibt, aber dass Leute einfach da sind, die sagen, ey, diese Themen bringen mich weiter, dass wir immer wieder, und ganz ehrlich, weil ich lehne auch keine Podcasts ab, außer es sind irgendwelche Freaks und so. Warum? Weil wer bin ich und so? Mhm. Ich fange, ja, ich komme erst ab 10.000 Follower oder verstehst du, ich meine, gibt es sinnvollen Content, dann bin ich da, und ich will einfach, dass wir zusammen als Community wachsen und uns auch gegenseitig pushen, weißt du? Mhm. Ich werde nie sagen, ja, da oder das, guck mal, wir reden hier über Black Panther, wir reden über Burak TV, Straßensound, gib mir den Stoff. Was ist diese Rivalität? Ist auch nur ein Gedanke von diesen Leuten da draußen, die Beef sehen wollen. Das, Bruder, ich sag euch ganz ehrlich, da draußen, ich liebe euch alle. Ich liebe sowieso meine Leute. Wir machen Werbung für alle. Geht mal follow und liken. Alle, alles, überall alles, liken. Alles. Bruder, ich liebe auch meine Hater. Ich liebe euch auch. Natürlich. Jetzt wieder in den Kommentaren, ah, der Pierre Vogel, der Rocker, der Dings, was ist der? Ist der schizophren? Hat der Dings? Ist der geisteskrank? Ich liebe auch euch. Ich liebe auch euch. Und ich schwöre, ich will nichts Schlechtes von irgendjemand. Ich bin praktizierender Muslim mit Fehlern. Ich liebe Allah, ich liebe Gott. Gott und Allah ist derselbe. Ich liebe Christen. Ich liebe andere Leute, die vielleicht nicht gläubig sind, die gute Menschen. Ich liebe Jesus. Ich liebe Moses. Ich liebe den Propheten. Ich liebe alle. Und ihr könnt haten, wie ihr wollt. Ihr könnt mich haten bis zum Tod. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Und haters make me laugh. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr spannende Folge. Ja. Mit einem sehr langen Outro, der sich gelohnt hat. Wir müssen immer Danke sagen an alle Leute, die uns helfen auf unserem Weg. Und wirklich, danke, ja, Mann, danke wirklich. Wirklich, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Danke an dir, dass du da warst. Danke wirklich. Dir, das war wieder sehr, sehr interessant und es war sehr elektrisch. So viel Power hatten wir noch nie beim Podcast, weil wir sind sehr super gechillte Leute. Das war ein sehr, sehr krasser, guter Kontrast zu unserem Gechilltheit. Ja. So, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, wir freuen uns. Wir hätten dich gerne wieder da. Und ja, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Liken, kommentieren, abonnieren, andere Podcasts gucken, wo er da war, wirklich. Weißt du, was ich meine? Ja. So, let's go. Grrr, gang, 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 gang. Ich will nur die Millionen.